für den Präsidenten Demmel, dass er den Rückzug antritt, insofern, dass er eben holt Leute in den Vorstand, die ihnen vorher nicht genehm waren, die wirklich noch bereit sind, ein Geld zu investieren, weil sie momentan nicht einmal mehr die Schulden, also die Zinsen der Schulden decken können. Denn die Einnahmen der Heimspiele werden regelmäßig exekutiert. Der Verein steht praktisch mit dem Rücken zur Wand. Der Vorstand mit Jungpräsident Temmel hofft auf ein Wunder. Vielleicht in der Person des Eishockey-Zampanos Hannes Kartnick. Doch er wurde trotz Millionen im Sack schon mehrmals vergrämt. Dieser Club wurde meiner Meinung nach eindeutig vernichtet durch eine schlechte Funktionärsarbeit. Die ja, man sieht es ja, wo sie jetzt gelandet sind, die Leute. Bei keinem anderen Bundesliga-Club wechselte so oft die Führung. Seit 83 werkten 7 Präsidenten, jetzt der 37-jährige Kapitän und Sturmfanatiker Charlie Temmel. Ich habe mir nie gedacht, das sage ich auch, ehrlich, korrekt, dass es so schwer sein wird. Es gibt bestimmt sehr viele Leute, die glauben, man könnte einiges besser machen. Ich war ja auch einmal Zuschauer, ich war ja auch einmal der Anhänger. Und da habe ich mir auch gedacht, wieso machen die das, wieso machen sie das? Jetzt bin ich der erste Mann, versuche das Beste aus diesem Verein rauszuholen, sportlich. Nur es gelingt mir heute nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der Hauptschuldige, würde ich sagen, ist überhaupt die Entwicklung des Fußballs. Man verlangt von den Funktionären heutzutage mehr, als sie in der Lage sind zu geben. Sie sollen eine glänzende Mannschaft auf die Beine stellen für jeden Anhänger, das Allerbeste. Aber sie bekommen dazu keine Mittel. Genauso ist es der Weg, wie es bei Sturm Graz passiert ist. Die sind den Weg gegangen, den der GRK in den letzten Jahren zurückgelegt hat. Man hat versucht, mit wenig Geld eine Billigmannschaft aufzubauen, auf die Beine zu stellen und ist damit abgestürzt. Der GRK hat damit Schiffbruch erlitten und jetzt ist halt Sturm an der Reihe. Fühlen Sie sich überfordert in der Situation als Präsident vielleicht? Nein, ich fühle mich nicht überfordert. Ich fühle mich nicht überfordert, aber ich meine einfach, auch Sturm Graz hätte sich ein bisschen mehr Glück, wirklich mehr Glück verdient. Im Profigeschäft gibt es kein Unglück und Glück, sondern da gibt es beinharte Arbeit. Wenn man ein Ziel hat, muss man arbeiten. Man kann vielleicht ein bisschen Pech haben, aber wenn man richtig arbeitet und plant, dann gibt es kein Glück und Unglück. Er hat ganz genau gewusst, wie ein Verein, welche Lasten dieser Verein zu tragen hat und er wollte das, also soll auch das wieder auslaufen. So muss Temmel zum Beispiel das von seinen Vorgängern zu großzügig angelegte Trainingszentrum in Messendorf erhalten. Das in der Sturmblütezeit in den 80er Jahren geplante und um 22 Millionen selbstfinanzierte Sportzentrum frisst den Club aber regelrecht auf. Derzeit kann man nicht einmal die laufenden Kosten decken. Und noch immer sind Rechnungen in Millionenhöhe offen. Ein Erbe, das Sturm zwar dringend braucht, es sich aber nicht leisten kann. Vielleicht hätte das Trainingszentrum nicht so groß werden müssen. Und vielleicht hätte uns die Stadt Graz gerade in diesem Trainingszentrum unter die Arme greifen sollen. Das mondäne Trainingsquartier auf der einen Seite, der desolate, ja den heutigen Ansprüchen keinesfalls adäquate Sturmplatz auf der anderen Seite. Dieses Verhältnis kann einfach nicht passen. Die Grum präsentiert sich heute aber ideal zur Situation des Traditionsclubs. Trostlos und desolat. Die Rückkehr war wohl ein Eigentor. Jetzt sehnt man sich wieder ins Liebenauer Stadion. Wir von Sturm Graz wollen Liebenau. Unbedingt. Ich habe schon mit einigen Leuten von der Stadt gesprochen. Ich führe laufend Gespräche. Man verspricht mir, Liebenau wird kommen, nur ich frage mich, wann kommt Liebenau? Der Absturz hat viele Anhänger vergrämt. Sportlich haben die Schwarz-Weißen mit 14 sieglosen Partien in Folge eine schwarze Serie. Die Ursachen aus Sicht der Anhänger? Die Gründe könnten in das eine Management liegen. Das könnte sein bei einem, wie bei jeder Firma, nicht? Wenn da ein schlechter Manager ist, dann geht es halt bergab. Nicht? Und wie es halt bei uns in Österreich ist, zur Verantwortung wird keiner zogen, sondern schlimmstenfalls gehen sie in Pension oder werden ausgetauscht. Ja, erstens legt es einmal an die Spieler, das ist keine Leistung vorhanden. Und beim Geld Nagel, solange Sturm nicht auf den Höhepunkt, also eben höher raufkommt, sind weniger Zuschauer, da kann es auch mit dem Geld nicht funktionieren. Ja, es hängt sicher alles mit dem Verkauf zusammen, nicht? Und
ich glaube auch, dass in Sachen investiert wurde, wo man was eben gar nicht braucht hat. Zum Beispiel, welche Sachen hat man da investiert? Messendorf wäre sicher auch billiger gekommen, hätte man sicher nicht müssen so viel investieren. Das Spiel hat schon irgendwie noch großen Stark, nicht? Und irgendwie macht sich das bemerkbar, wenn man nichts leistet, nicht? Weil mit diesem Spiel kann man nicht drin sein, da in der obersten Spielklasse. Die kroatischen Legionäre erwiesen sich als Flop. Muschek und Ćalo wurden übrigens von Präsident Temel aus eigener Tasche bezahlt. Ihr Geld wert sind zumindest die Routiniers Hörmann und Tonhofer. Sie allein können aber die junge Mannschaft nicht mitreißen. Trainer Dr. Ladislav Jurkemik, der den erfolglosen Robert Pflug abgelöst hat, sieht kein Licht am Horizont. Da muss neue Blut in die Mannschaft kommen. Sonst geht es mit gleichen Leuten gehen. Jetzt in dieser Situation, wenn die ohne irgendeinen Druck spielen, wo die sollen Fußball spielen, wenn die das nicht machen, wenn die nicht einmal laufen auf dem Platz und kämpfen nicht für diesen Club, dann muss man diesen Leuten einfach sagen, auf Wiedersehen. Dieses Wiedersehen wäre wohl allen lieber, nämlich jenes mit dem Erfolg, wie zum Beispiel 1983, als Sturm Graz in die dritte UEFA-Cup-Runde gekommen ist und in Österreich den Wiener Großclubs ein unangenehmer Gegner war. Damals jubelte mit einer großen Sturmmannschaft auch schon Hannes Karpnik. Ein Mann, der vielleicht den Schlüssel zum Erfolg schon heute in der Tasche hat. Eines bin ich mir sicher, sollte ich heute Sturm übernehmen, geht es sicher wieder aufwärts. Bin ich 1000% davon überzeugt, weil ich erstens einmal Sponsoren an der Hand habe und zweitens ein Marketing einführe, das selten in Österreich beim Sport verwendet wird. Ja, dann lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es da in nächster Zeit dann noch etwas Positives wieder über Sturm zu berichten. Sturm ist also sicherlich die Mannschaft, die am meisten enttäuscht hat. Der nächste Gast, der zu uns kommt, ist sicherlich auch ein Spieler, der sich ganz anderes erwartet hat von einer Saison. Er zählt sicher mit zu den Absteigern der Saison. Über die Gründe wollen wir uns unterhalten. Hier bei uns im Studio ist Teamkapitän Andreas Ogris. Herzlich willkommen. Applaus.